Hoch, 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 hoch. Wow. Jawohl. Freunde, vielleicht könnt ihr es erkennen, vielleicht auch nicht, aber wir machen heute aus diesen Blättern, die ihr alle wahrscheinlich schon mal im Leben gesehen habt, das absolute Lieblingsessen von mir nach dem Rezept aus meiner Familie. Wir machen gefüllte Weinblätter. Yaprak Sarması heißt auf Türkisch. Wir machen Zeytinyağlı Yaprak Sarması. Das ist nochmal eine besondere Variante. Und wir machen es 1:1 nach dem Rezept meiner Mutter. So wie ich als Kind aufgewachsen bin, so wie ich dieses Gericht lieben gelernt habe, werden wir es machen. Wir haben hier verschiedene Zutaten und die wichtigste Zutat sind Weinblätter. Was sind Weinblätter, fragen sich vielleicht einige von euch, die dieses Rezept vielleicht noch nie gesehen haben oder noch nie selber gekocht haben. Weinblätter sind Blätter von Traubenreben. Ja, also das heißt Weinblatt, weil aus den Trauben macht man ja Wein und Traubenreben kann man sich selber züchten. Das haben wir bei uns im Garten gemacht. Und diese Blätter sind auch die aus unserem Garten. Wir machen die jedes Jahr. Wir haben die extra so ein bisschen gezüchtet, dass sie auch schön dünne Blätter haben. Und jetzt, so im Mai, Juni, Juli, August, spätestens August, sollte man diese Blätter immer wieder gepflückt haben. Sie wachsen immer wieder nach. Das ist also jetzt die perfekte Zeit, um sich Yaprak Sarması, gefüllte Weinblätter zu machen mit den frischen Weinblättern. Es gibt noch eine Variante, wo man die Blätter in eine Salzlake einlegen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu kann ich gerne noch mal ein separates Video machen. Wir fangen direkt mit der Zubereitung dieser Weinblätter an, denn die kann man nicht einfach so essen. Wir befinden uns jetzt hier am Herd und hier haben wir einen kochenden Topf, denn wir werden jetzt diese Weinblätter blanchieren. Das heißt, wir geben sie in dieses kochende Wasser, das ist ja jetzt heiß. Und da gebe ich jetzt mal so einen Stapel rein, vorsichtig, und drücke den mit so einer Spinne runter. Hier passiert nämlich etwas, die Farbe der Blätter ändert sich und sie werden gekocht, so vorgekocht. Und genau das wollen wir jetzt machen. Das bedeutet aber auch, dass man die Blätter im richtigen Moment rausnehmen muss. Das sieht man an der Farbe. Vergleich vielleicht mal, auch für die Kamera. Boah, das ist ja... Das ist es. Ja. Welten, ne? Genau. Guck mal, jetzt haben die genau die richtige Konsistenz. So, und die bleiben jetzt in diesem kalten Wasser drin. Also hier drin sind jetzt unsere Weinblätter. Die sind kalt, weil wir das in eiskaltes Wasser gegeben haben. Und die sind auch nicht zerrissen, sondern... Klar, also manche waren schon sowieso so, aber das ist die Natur, das ist nicht so schlimm. Lassen wir jetzt die Blätter erstmal in diesem kalten Wasser, und zwar so lange, bis wir sie gleich brauchen. Und das ist, wenn wir die Füllung fertig gemacht haben. Wir kümmern uns jetzt nämlich um die Füllung und dafür brauchen wir eine Menge Zwiebeln. Ich weiß nicht genau, wie viel Zwiebeln wir brauchen werden. Das ist sowieso eine Sache bei der Füllung, die in die Weinblätter reinkommt, kann man nie so die 100% genauen Mengenangaben geben. Ich habe hier jetzt 2 Zwiebeln. Und die werde ich nicht mit der Hand fein hacken, wie ich das sonst in manchen Videos mache, sondern die werden wir gleich hier drin quasi zermixen. Das hat einfach den Hintergrund, dass meine Mutter immer sagt, die Zwiebeln müssen so fein wie möglich sein. In meinen Augen macht sie die besten Sarmas auf der ganzen Welt. Das hier ist so ein Handzerkleinerer, aber ihr könnt auch einfach einen Mixer nehmen. Ui, da kommen die Zwiebeln rein, nicht so viel auf einmal. Und dieses Gerät ist übertrieben heftig, weil das wird die Zwiebeln so schnell zerkleinern, das kann man mit der Hand niemals machen. Zack. Am besten schüttelt man das nochmal. Dann ist das so fein, unfassbar fein. Und guck mal, wie lange hat es jetzt gedauert? 20, 30 Sekunden, oder? Das ist echt heftig. Die Zwiebeln, die wir jetzt so fein gehackt haben, die kommen in unsere heiße Pfanne, ohne, noch kommt kein Öl rein. Ja. Wir kippen da jetzt ein wenig Wasser rein. Das Wasser, was wir so zu den Zwiebeln gegeben haben, das kocht langsam. Und darin dünsten wir die Zwiebeln quasi an. Und das gibt auch schon ein Aroma frei, das mich einfach an dieses Rezept erinnert. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Gleich kommen noch so viele geile Zutaten dazu. Das ist die perfekte Kombination. Ich sag's, wie es ist einfach. Das beste Olivenöl, das ihr finden könnt. Und davon, das Gericht heißt Zeytinyağlı Yaprak Sarması. Zeytinyağı heißt Olivenöl. Und wenn das Wort Olivenöl in diesem Gericht ist, dann darf man mit Olivenöl bei diesem Gericht nicht sparen. Wow, das ist schon eine Kombination. Vermischen das Ganze, kochen das, also wir braten da jetzt nichts an, sondern wir geben einfach das Olivenöl dazu, inhalieren einmal diesen Geschmack und jetzt kommen die nächsten beiden Zutaten, die ein sehr
starker Geschmacksbringer in dieses Rezept sind mit dazu. Das ist einmal Tomatenmark und ja, da weiß ich nicht, ob ihr das bei euch finden könnt, aber das ist unser selbstgemachtes Paprikamark. Das haben wir letztes Jahr im Sommer selber gemacht. Ein super intensiver Umami-Geschmacksbringer. Es ist, also das, davon darf man eigentlich auch nicht so viel benutzen. Deswegen gebe ich erstmal nur die Hälfte rein. Das ist so intensiv im Geschmack. Wenn man jetzt Paprikamark im Supermarkt kauft, ist es in der Regel nicht so intensiv, aber auch intensiv. Deswegen immer aufpassen beim Paprikamark, weil das schon auch recht salzig fermentiert. Grenzt schon fast an einer Chili-Paste und so einer Gochujang-Paste, aber ohne die Schärfe. Immer regulieren auf den eigenen Geschmack. Also schaut euch mal bitte an, was für eine schöne Farbe das annimmt. Und ich weiß, dass viele Türken auch wahrscheinlich jetzt sich denken, da kommt kein Tomatenmark oder Paprikamark rein. Ich würde es nicht machen, wenn es nicht so geil schmecken würde. Dann haben wir hier den Reis, den wir vorher gewaschen haben. Jetzt eine wichtige Frage, die in meinem Salma-Rezept auf TikTok und Instagram immer wieder vorkam. Wird der Reis gekocht? Nein, wir vermischen den Reis lediglich. Wir vermischen den. Und sind dann schon fast fertig mit unserem Rezept. Wir nehmen nämlich die Pfanne gleich wieder vom Herd. Wir wollen eigentlich nur die ganzen Zutaten mit dem Reis schön vermischen. Der Reis wird vielleicht so ganz leicht angekocht, aber auf keinen Fall gekocht. Das passiert erst ganz am Ende. Freunde, wir sind noch lange nicht fertig mit der Füllung. Wir wollen noch mehr Geschmack reingeben. Und eine Sache, die nicht fehlen darf, ist das Salz. Da immer abschmecken, weil man nicht weiß, hey, wie viel Salz ist in meinem Paprikamark und Tomatenmark drin. Ich mache jetzt mal hier 1,5 Teelöffel rein. Dann haben wir hier Pfeffer. Davon kommt auch eine ordentliche Menge rein, weil das Ganze muss ja auch nach etwas schmecken. Wir vermischen das einmal, damit das Salz auch schon mal verteilt ist. Jetzt kommt da guter Teelöffel Sumak mache ich da rein. Das bringt auch nochmal Säure. Dann haben wir hier Kreuzkümmel, ein sehr intensives Gewürz. Deswegen geben wir nur ganz wenig davon rein. Mag ich nämlich nicht so da drin. Und Chilipulver. Dafür machen wir so viel rein, dass es Geschmack bringt, aber man merkt es nicht wirklich. Eine Sache, ganz wichtig, und zwar Zitronensaft. Boah, da kommt aber viel Saft raus. Da kam echt sehr viel Saft raus. Und das Ganze werden wir jetzt einmal schön ja, vermischen. Ich glaube, es ist einmal Zeit, es abzuschmecken. Perfekt. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Denn es fehlt etwas. Freshness, Dillspitzen und Petersilie. Also wir haben Tomatenmark drin, Paprikamark drin, Reis drin, Zitrone drin, Zwiebeln drin, Olivenöl drin und Kräuter drin. Und das ist jetzt unsere fertige Füllung. Das ist alles einmal auf Seite zum Abkühlen und kümmern uns jetzt wieder um die Blätter. So, wir sind wieder bei unseren Blättern und wir sehen, die haben sich so überhaupt nicht verändert. In diesem kalten Wasser bleiben die so, wie sie gerade eben waren. Das Blatt ist eine 10 von 10, wirklich vom Aussehen. Aber wir nehmen die jetzt hier erstmal alle raus und wir pressen die einmal komplett aus. Da kann nichts passieren. Man kann sogar klappen und pressen. Wir wollen so das meiste Wasser quasi hier raus haben, damit wir gleich beim Füllen nicht zu wässrige Blätter haben. Ich habe jetzt für das Rezept nicht so viel Blätter mitgebracht aus dem Garten. Aber wir werden sehen, was wir damit füllen können. Ich glaube, die Füllung ist zu viel. Aber das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Also es ist immer sehr schwer abzuschätzen. Das kennt jeder, der es häufiger macht. Wie viele Blätter habe ich? Wie viel Füllung brauche ich? Aber es ist nicht so schlimm. Erstens, man kann die Füllung auch so essen. Zweitens, man kann noch mehr Blätter sich besorgen und die Füllung am nächsten Tag, weil die kann man so im Kühlschrank aufbewahren. Macht euch da überhaupt keine Sorgen. Die schmeißt ihr schon nicht weg. So, jetzt kümmern wir uns um die Blätter. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr die Salma perfekt dünn, fest und lang rollt. Wir nehmen uns ein schönes, großes, nicht alle sind so perfekt, aber das macht nichts. Aber zur Demonstration nehme ich mal ein sehr schönes und benutzt diese Seite, das ist die Aderseite. Man sieht ja so richtig Adern der Blätter. Die kommt nach oben, die zeigt so in unsere Richtung, denn die füllen wir gleich auch. Dann legen wir das glatt auf unsere Schneidebrett oder Arbeitsfläche. Und der Stiel, den schneide ich mit so einem Messer ab. Ganz wichtig, den Stiel schmeißen wir aber nicht weg. Den brauchen wir gleich noch. Jetzt nehmen wir uns von der Füllung maximal einen Teelöffel
und tun den genau in die Mitte der Füllung. Jetzt werdet ihr sagen, hey, aber das ist doch viel zu wenig Füllung. Immer dran denken, der Reis ist noch nicht gekocht. Beim Kochen wird der Reis nochmal mindestens zweimal so groß sein, wie er jetzt ist. Sprich, das Ganze wird an Volumen gewinnen. Und deswegen benutzen wir nicht so viel der Füllung. Und dann bereiten wir das Ganze so gleichmäßig auf unserem Blatt aus. Zack, 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 zack. So ungefähr, dass hier so quasi noch sowas frei ist, damit wir das zurollen können. Dann klappen wir quasi diese Seiten ein, klappen das so zusammen, ziehen das einmal so glatt. Das ist jetzt sehr langsam, in echt machen wir das natürlich viel schneller, aber das ist einmal Demonstration. Und dann nehmen wir dieses untere, was runterlappt, klappen das auch hoch und jetzt arbeiten wir mit all unseren Fingern und pressen mit Gefühl, rollen wir das an und immer wieder ein bisschen so stramm ziehen, immer wieder ein bisschen stramm ziehen, immer wieder ein bisschen stramm ziehen, stramm ziehen, stramm ziehen und dann fertig rollen. Und das zu einem Salma-Blatt, wo ich mir sehr sicher bin, dass Mama, Oma, Schwiegermutter, wer auch immer, zufrieden damit wäre. Salma fertig gesalt, wie man auf Türkisch sagen würde. Und da es eine wirklich sehr kleine Menge ist, einerseits, damit wir einfach schnell fertig kommen, aber auch perfekt für ein bis zwei Portionen und dass man nicht so viel Arbeit hat, habe ich hier einen kleinen Topf, denn man sollte möglichst einen Topf nehmen, wo man das Ganze hoch stapeln kann. Und damit man das gleichmäßig auch backt, haben wir hier die Stängel, die wir ganz am Anfang aufgehoben haben. Die verteile ich jetzt schön in meinem Topf. Das hat den Grund, damit die erste Schicht, die zwischen Topf, Boden und Salma ist, nicht die ersten Salma sind, damit das Ganze nicht verbrennt. Und damit das Ganze noch weniger zerbrennt, sondern einfach nochmal eine Schutzschicht quasi da ist und aromatisch noch mehr Säure gibt, tun wir da so eine Schicht Zitronen rein. Und jetzt können wir anfangen, die Salma, also die Weinblätter, die gefüllt sind, gleichmäßig im Topf zu verteilen. Am besten fängt man da so mit den größten an, um quasi eine Base zu bilden. Es muss jetzt nicht übertrieben gleichmäßig sein, sondern einfach hochschichten. Ja, bei dem kleinen Topf ist es eine kleine Herausforderung, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Muss ja jetzt noch gekocht werden. Und dafür müssen wir den Topf so Pi mal Daumen bis so etwas über die Hälfte mit so einer 50-50 Mischung von Wasser und Olivenöl füllen. Das sieht man jetzt nicht direkt, aber ich mache das so nach Augenmaß, okay? Man kann auch beim Kochen später Wasser wegkippen, weil das Wasser wird ja gleich kochen. Es geht dann hoch und hoch und hoch. Und wichtig ist einfach, dass das Ganze nicht voll mit Wasser bedeckt ist, weil dann ist es unten matschig und oben, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eigentlich bis zur Hälfte und dann das Wasser selber hochkommen lassen. Und damit gehen wir jetzt zum Herd rüber und kochen das Ganze einmal auf. Unsere Salma in unserem Mini-Tupf, Topf, was auch immer, sind jetzt fertig gekocht. Ich habe eins probiert, dann gemerkt, okay, die sind jetzt durch. Dann habe ich die Flüssigkeit weggekippt, denn wir wollen die Flüssigkeit nicht drin haben. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser reingegeben, aber das macht überhaupt nichts. Und jetzt werden wir diesen Topf für quasi fürs Essen servieren. Und das macht man nicht immer, aber das kann man in so einer geilen Technik machen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird oder nicht, aber wir werden jetzt diesen Topf genau so umdrehen. Topf hoch, 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 hoch. Wow. Jawohl. Klar, wir haben jetzt nicht so hoch geschichtet, ne? Aber es bleibt alles schön zusammen. Genau, dann kann man das, was hier ist, also die Zitrone und die Stängel noch abmachen. So, das hier sind unsere Salma. Die sind sehr schön gekocht. Das sieht man, dass sie etwas dunkler auch in der Farbe nochmal geworden sind. Und eigentlich kann man jetzt Salma entweder warm essen
So mag ich das persönlich einfach als Hauptspeise. Oder man lässt es einfach kalt werden. Das geht auch. Dann kann man das so als Vorspeise, also einfach kalt genießen. Auf alle Fälle, das ist auch nicht jedermanns Game, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich liebe es. Sarma ohne Naturjoghurt, es geht für mich nicht. Als Kind habe ich mir das angewohnt. Heute geht es immer noch nicht ohne. Deswegen bin ich einfach mal so egoistisch und verteile hier auf dem ganzen Teller schön den Naturjoghurt. Mein größter Traum wäre es eigentlich einmal so ein Event zu machen, wo ich diese Weinblätter kochen kann und dass jeder die einmal probieren kann. Das würde mich sehr glücklich machen. Und wir probieren jetzt auch mal, wie diese Salma geworden sind. Denn wir haben ja alles so ein bisschen zu abgeschmeckt. Wir müssen auch mal gucken, wie das gekocht schmeckt. Für mich die Perfektion eines Gerichts, ja. Der Reis ist schön durchgekocht, die Blätter sind gekocht, alles ist gekocht, der Naturjoghurt. Für meinen Geschmack ein bisschen zu zitronenlastig. Vielleicht hätte ich ein paar weniger Zitronen auf den Topf verteilen sollen, aber viele lieben es auch genau so. Willst du mal probieren? Ja, ich würde gerne mal kosten. Hm? Genau. Ich finde das richtig gut. Also ich werde jetzt nicht die Gabel benutzen mit der Haarspitze. Ah ja, klar. Ist ein bisschen heiß, Vorsicht, aber ja, gönn dir. Das ist so dieser erste Kick, den man hat, aufgrund dieser Zitrone. Ne? Könnte, finde ich, ein bisschen weniger sein. Und ein bisschen mehr weniger Salz. Zitrone? Ein bisschen mehr Salz. Ich finde es optimal. Echt? Ich finde es optimal. Hm. Auch mit der Kombo mit dem Joghurt. 1A. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, liebe Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann macht hier Abo, Daumen hoch und alles Mögliche. Und jetzt anderes Video von mir gucken.